Jetzt hat unser Viktor hier tatsächlich ins Klo gemacht und ich hole das gerade mal raus. Wir benutzen hier ganz klassisches Klumpstreu und wir sehen auch, dass es total gut geklappt hat und deswegen bin ich persönlich auch so ein Fan davon. Ich benutze das zu Hause nur. Hey Leute, ich bin Anni, das ist Viktor und gemeinsam stellen wir euch heute ganz viel Wissenswertes rund um das Thema Katzenklo vor. Ganz wichtig dabei, die eine perfekte Lösung gibt es nicht. So individuell wie eure Vierbeiner sind, sind auch die Ansprüche an das Katzenklo. Dennoch gibt es ein paar Regeln zu beachten, die wirklich Sinn machen. Deswegen hier jetzt ein paar Tipps und Tricks. Die perfekte Größe der Katzentoiletten. Ein ganz wichtiger Faktor dabei, das Klo muss groß genug sein. Auch wenn ihr lieber Platz sparen wollt, solltet ihr eurer Katze lieber eine große Fläche zum Scharen und zum Strecken zur Verfügung stellen. Denn sonst kann es passieren, dass sich die Katze über den Rand erleichtert oder direkt woanders hin macht. Und das wollen weder wir noch unsere Katzen. Offene oder geschlossene Katzentoilette. Hier scheiden sich die Meinungen. Und es gibt auf jeden Fall keine Universallösung. Das hängt immer von eurem Tier und seinen Vorlieben ab. Viele Besitzer bevorzugen diese geschlossenen Varianten. Das Tolle dabei ist, dass nicht so viel Streu daneben geht und die Gerüche drin bleiben. Allerdings gibt es Katzen, die fühlen sich eingeengt darin. Dann sind solche offenen Varianten etwas besser geeignet. Da müsst ihr einfach gucken, was eurer Katze gefällt. Vielleicht ist es eine Option, beim Vorbesitzer nachzufragen, an welche Art des Klos euer Tier gewöhnt wurde. Eine Möglichkeit wäre es zum Beispiel, so eine geschlossene Toilette zu kaufen. Wenn ihr dann aber merkt, dass es eurer Katze nicht zusagt, dann nehmt ihr einfach die Haube ab und benutzt es als offenes Katzenklo. Der richtige Einstieg. Natürlich muss auch für den richtigen Einstieg gesorgt werden. Denn genauso wenig, wie ihr auf ein zu hohes Klo klettern wollt oder euch durch eine zu enge Badezimmertür quetschen wollt, soll es auch die Katze möglichst unkompliziert haben. Dennoch solltet ihr auch etwas praktisch denken. Toll sind zum Beispiel diese Katzentoiletten, die einen hohen Rand haben, denn hier geht ziemlich wenig Streu daneben. Allerdings sind sie nicht so gut geeignet, wenn ihr zum Beispiel ein krankes Tier habt, einen Senioren oder ein Kitten, denn die kommen da gar nicht erst rüber. In dem Fall solltet ihr lieber ein Klo mit einem flachen Rand wählen. Ein weiterer Tipp von mir sind solche Vorlegematten. Die sind nämlich unglaublich effektiv, wenn es darum geht, dass sich die Streu nicht in der ganzen Wohnung verteilt. Beim Heraustreten aus dem Klo verfängt sich nämlich ein großer Teil schon in der Matte. Ich habe ja zum Beispiel so ein Katzenklo mit Haube und finde das wirklich total super, aber leider hat mein Kater Emil das noch nicht so richtig begriffen, denn wenn der ein großes Geschäft verrichtet hat, scharrt er erstmal 20 Minuten wild überall im Katzenklo rum, ohne denn das Häufchen zu verbuddeln. Beim Raustreten aus dem Klo latscht er dann gerne mal mit der Hinterpfote rein und verteilt mir lustige Kackestempel im Bad. Aber Emil, ich hab dich trotzdem lieb. Der richtige Standort. Der richtige Standort für das Katzenklo ist mindestens genauso wichtig wie das richtige Modell. Wichtig ist dabei, dass ihr einen ruhigen und gut zugänglichen Ort für eure Katze aussucht. Also besser nicht direkt an der Balkontür. Außerdem ist zu beachten, dass es eine gewisse Entfernung zwischen Katzenklo und Fress- und Schlafplatz gibt. Denn wer möchte schon direkt daneben fressen und schlafen? So, und jetzt mal meine Katzenstreugeschichte. Ich durfte das nämlich tatsächlich schon mal testen. Das war nämlich so, dass ich mit einem leckeren Knäckebrot bei mir zu Hause auf dem Sofa lag und am Ende dachte, Mensch, hier hast du ja noch ein paar Krümel, die wirst du mal wegnaschen. Tja, und Pech gehabt, da war tatsächlich ein Stückchen Katzenstreu dabei. Und das war leider nicht so lecker, kann ich also nicht empfehlen. Katzenstreu ist nicht gleich Katzenstreu. Das wissen wir als Katzenbesitzer wohl alle. Es gibt da wirklich die unterschiedlichsten Varianten. Zum Beispiel gibt es mineralische Streu, Silikatstreu oder pflanzliche Streu. Die haben verschiedene Eigenschaften. So können sie zum Beispiel besonders geruchsbindend sein, saugstark, biologisch abbaubar und sogar mit oder ohne Duft. Außerdem kann man Katzenstreu nach Funktionen unterteilen. So gibt es zum Beispiel klumpende Streu und nicht klumpende Streu. Die klumpende Streu bildet beim Kontakt mit Feuchtigkeit schöne feste Brocken, die sich total leicht herausnehmen lassen. Deswegen sind sie bei Katzenbesitzern auch so beliebt. Die Wahl der Streu ist abhängig von euren eigenen Bedürfnissen und den Bedürfnissen eurer Katze. Es ist zum Beispiel so, dass besonders geruchssensible Katzen lieber duftneutrale Streu bevorzugen. Außerdem schaut auch ein bisschen auf die Felllänge, damit sich hier nichts verheddern kann. Immer sauber bleiben. Katzen sind bekanntermaßen super reinliche Tiere, die auch besonders sensibel auf Gerüche reagieren. Deswegen, Leute, tut mir doch den Gefallen und achtet einfach penibel auf die Hygiene des Katzenklos. Ich mache das persönlich so, dass ich jedes Mal, wenn ich selbst auf Toilette bin, nochmal einen Blick ins Katzenklo werfe und fix die Häufchen rausmache. Bei klumpender Streu sollte man das Katzenklo nach etwa 2 Wochen komplett reinigen. Bei nicht klumpender Streu sollte man dies sogar täglich machen.
Außerdem sollte das Katzenklo natürlich in regelmäßigen Abständen komplett gereinigt werden. Dazu könnt ihr sanfte Reinigungsmittel und heißes Wasser benutzen und die Schale schön auswischen. Nach ein paar Jahren solltet ihr dann allerdings mal ein neues Katzenklo kaufen, da sich der Harnstein hier absetzen kann und das durchaus unschön werden kann. Mehr Katzen, mehr Klos. Ganz einfache Faustregel. Und zwar ist es so, dass mindestens eine Katzentoilette mehr im Haushalt vorhanden sein sollte, als ihr Katzen habt. Außerdem, wenn es so ist, dass ihr über mehrere Etagen wohnt, stellt doch bitte auf jeder Etage eine Katzentoilette auf, damit bei den weiten Wegen nichts daneben gehen kann. Nützliches Zubehör. Für Katzentoiletten gibt es enorm viel praktisches Zubehör, das euch das Leben im Katzenhaushalt erleichtern kann. Es gibt zum Beispiel spezielle Deos, oder auch Geruchsbinder, die verhindern, dass Gerüche entstehen, denn ihr wollt doch schließlich nicht, dass es in eurer Wohnung stinkt. Das könnt ihr zum Beispiel kombinieren mit speziellen Hygienebeuteln oder Entsorgungseimern. Die sind mega praktisch, nutze ich selbst auch. Das unsichtbare Katzenklo. Falls euch der Anblick von einer Katzentoilette stören sollte, gibt es mittlerweile richtig tolle Schränke zu kaufen, in denen ihr das Klo dann einfach verstecken könnt. Katzentoiletten für Individualisten. Neben den Klassikern wie Schalentoilette und Haubentoilette gibt es noch viele weitere Modelle. Wir haben zum Beispiel das Katzeneckklo, das ist mega platzsparend. Eine andere Möglichkeit ist die sogenannte Top-Entry-Toilette. Da ist es so, dass die Katze einfach von oben ins Katzenklo springt. Das kann super praktisch sein, weil wirklich nur sehr wenig Streu daneben gehen kann. Eine weitere Möglichkeit sind solche Toiletten mit Gittereinsatz. Hier ist es so, dass man das Gitter einfach rausnimmt, einmal durchschüttelt, dann hat man alle Klumpen beisammen. Das geht auch super schnell und einfach. Hier oben habe ich euch übrigens noch ein paar interessante Artikel verlinkt. Klickt euch doch mal rein. So Leute, und falls ihr euch das schon immer mal gefragt habt, es heißt übrigens die Katzenstreu und nicht das Katzenstreu. Wusste ich selbst auch nicht, aber jetzt haben wir es endlich mal geklärt. Ich sage ciao und bis bald.